Hallo, ich bin Alexander Grimm, 28 Jahre alt und Student. Ich heiße Hannes Aigner, ich bin 26 Jahre alt und bin Sportsoldat. Ich bin Sebastian Schubert, 26 Jahre alt und bin Sportsoldat. Wir sind das Kajak-Herrenteam des Deutschen Kanuverbandes. Unsere größten Erfolge sind Olympiasieger, Olympiadritter und zweifacher Sieger im Gesamtweltcup. Jetzt geht's weiter mit den Mädels. Ich bin Melanie Pfeiffer, 28 und Sportsoldatin. Mein Name ist Ricarda Funk, ich bin 23 Jahre alt und Sportsoldatin. Ich heiße Lisa Fritsche, bin 22 Jahre und Bürokauffrau. Und wir sind das Kajak-Damenteam Deutschland. Unsere größten Erfolge sind dritter Platz bei der Weltmeisterschaft, Europameisterin und Doppeljunioren-Europameisterin. Die Lisa und ich erklären euch jetzt mal ein bisschen genauer unseren Sport und unsere Disziplin, den Kajak Einer. Wir beide paddeln schon eine ganze Zeit lang. Ich paddel, seitdem ich 6 bin, die Lisa, seitdem sie 9 ist. Wir haben also schon eine ganz schöne Menge Erfahrung auf dem Gebiet des Kanusports. Zum einen haben wir an den Helm, der schützt uns vor Steinen beim Kentern. Dann haben wir die Schwimmweste, die schützt uns vor dem Untergehen, wenn wir das Boot verlassen. Des Weiteren haben wir die Spritzdecke, die schützt uns vor eindringendem Wasser. Und dann haben wir hier noch das Paddel, besteht hauptsächlich aus Carbon und ist genau unser Antriebsmittel beim Kanusport. Die Lisa erklärt euch jetzt noch ein bisschen genauer das Boot, aber ich würde sagen, dafür gehen wir mal zum Wasser. Unser Kajak besteht aus Carbon. Ist 3,50 lang, 8 Kilo schwer und mindestens 60 cm breit. Unsere Füße zeigen nach vorne und wir befestigen sie in Fußstützen. Und jetzt geht's los, live! Feuert uns an, Leute!